Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wieder mal der Shorty von der Test Area und es geht wieder um ein Mod-Update vom Thunder 01. Ihr wisst, ne, ich erzähle es gerne nochmal, auch immer wieder. Durch den Farming Simulator Patch 1.4 und 1.4.1 gab es Schwierigkeiten mit verschiedenen Mods, Programmen etc. Und da mussten halt Updates her, damit die wieder laufen. Und Thunder ist einer von den Modern, der da fleißig ist. Und wir gucken mal rein. Es hat hier seine eigene Kategorie, dieser Mod. Und da sind viele Sachen drin. Das Paket habe ich schon vorgestellt, aber es machte halt Schwierigkeiten. Jetzt machen wir ein kleines Update hier. Wir haben den Big X1180 für 515.000 Euro hier. 1156 PS. 50 km/h auf der Straße, 550 Liter für Siliermittel, hat er wohl 17,3 Tonnen. Er kann von Hause aus Baumwolle, Zuckerrohr, ja, alles was ein normaler Häcksler auch kann, Pappeln, Hackschnitzel etc. Wir gucken hier kurz rein. Wir können verschiedene Reifenhersteller auswählen. Wir können ist ja eigentlich egal. Wir können Reifenvarianten verschiedene auswählen, wenn wir das möchten. Das Entladerohr können wir, es ist ja der Krone, ne, aussuchen zwischen Standard und extra lang. Wir dürfen eine Hauptfarbe wählen. Wir dürfen eine Designfarbe wählen. Wir dürfen eine zweite Designfarbe wählen. Und wir dürfen eine Felgenfarbe wählen, wenn wir das wollen. So viel zu denen. Ich stelle den mal raus. Wir gehen weiter. Dazu gehören verschiedene Schneidwerke. Und zwar hier 750 PS Leistungsbedarf, 4 Tonnen Eigengewicht, 9 Meter Arbeitsbreite, 25 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Wir gucken in den X-Collector mal rein. Wir können hier die Hauptfarbe ändern. Wir dürfen eine Designfarbe ändern und wir dürfen eine zweite Designfarbe ändern. So, um das optisch anzupassen. Auch das stelle ich einmal raus als Beispiel zum Angucken. Und das war jetzt hier für Zuckerrohr. Dann haben wir dabei noch ein Schneidwerk für Baumwolle und ein Schneidwerk für Pappeln. Und dann kommen wir im Pack schon zu dem nächsten Fahrzeug. Und zwar ist das der Jaguar 69 TerraTrek. Der hat 1621 PS, 50 km/h auf der Straße, 550 Liter Siliermitteltank. 14,1 Tonnen Eigengewicht. Der kann auch häckseln, was gehäckselt werden muss. Wir gucken kurz rein. Wir haben hier verschiedene Reifenhersteller. Trelleborg, Michelin, Conti, Mitas, Fredestein. Dann sind wir bei Trelleborg. Reifenvarianten können wir nicht ändern. Das Entladerohr können wir von Standard auf langes Endrohr ändern. Ne, dann ist das für den Abfahrer einfacher. Wir dürfen hier aus einer Vielzahl eine Hauptfarbe auswählen. Wir dürfen aus einer Vielzahl eine Designfarbe auswählen. Wir dürfen noch eine zweite Designfarbe auswählen. Und wir dürfen noch eine Felgenfarbe auswählen. Darunter, das Kennzeichen ist natürlich auch wieder personalisierbar. Den stelle ich zum Anschauen auch raus. Dazu gehören natürlich auch verschiedene Orbis-Schneidwerke. Einmal für Zuckerrohr, wir schauen hier rein, Hauptfarbe kann man ändern, eine Designfarbe kann man ändern, eine zweite Designfarbe kann man ändern und weil da Räder dran sind, können wir auch die Fellfarbe ändern, wenn wir das wollen. Fellfarbe, Felgenfarbe. So, ich stelle das als Beispiel mal raus. Das war für Zuckerrohr, es ist noch eins bei für Baumwolle, es ist noch eins bei für Pappeln, ne, also um Hackschnitzel draus zu machen. Dann haben wir noch da drin den Katana Häcksler, 395.000 in der Anschaffung, 1650 PS, 50 km/h auf der Straße, 20 Liter Siliermitteltank, 15,7 Tonnen Eigengewicht. Wir schauen rein, wir können Reifenhersteller von Trelleborg, Michelin, Conti, Mitas, BKT und Fredestein wieder aussuchen. Wir können hier verschiedene Reifenvarianten uns aussuchen, wenn wir das möchten. Das Entladerohr können wir hier auch wieder von Standard auf lang ändern.
Wir dürfen eine Hauptfarbe wählen. Wir dürfen eine Designfarbe wählen. Wir dürfen eine zweite Designfarbe wählen. Wir dürfen noch eine Felgenfarbe uns aussuchen und das Kennzeichen ist auch wieder personalisierbar. Ich stell den mal raus. Dabei ist dann hier das Komfort-Zusatzfahrwerk für 2000. Da können wir hier Anbaukupplungstyp ändern. Es gibt verschiedene Häcksler-Typen, die ja je nachdem für was man, für welches Schneidwerk und welchen Häcksler man dieses Zusatzfahrwerk braucht, kann man hier einstellen. Passend zu 360 plus, also einmal Häcksler, einmal passendes Schneidwerk, ne? Hauptfarbe und Felgenfarbe dürfen hier gewählt werden. So, ich stelle das als Beispiel raus. Und dann sind natürlich dabei wieder verschiedene Schneidwerke, die vorne dran kommen. Das ist jetzt hier Klaas als Beispiel. Ne, man müsste das jetzt auf, man kann das hier wieder konfigurieren auf die verschiedenen verfügbaren Häcksler. Ne, das ist immer so das Schöne. Hauptfarbe wieder hier. Ohne Ende Möglichkeiten. Designfarbe und noch eine Designfarbe. So, und noch eine Designfarbe. Prima, das stelle ich als Beispiel raus. So, das war jetzt für wieder Zuckerrohr. Und dann gibt es das Schneidwerk nochmal für Baumwolle. Dann gibt es das Schneidwerk nochmal zum Häckseln von Pappeln. Noch inbegriffen ist hier für die Standard-Maps einmal der Bandit 750 und da gibt es einen Unterschied, das ist also ja die softe Variante, 500.000 bis 2,5 Millionen Liter Ladevolumen und die Standardvariante, 39.000 bis 64.000 Liter Ladevolumen. Wir gehen mal in die softe Variante, das ist natürlich das Extrem. So, wir können hier die Kapazitäten wählen. 500.000, 1.500.000, 2 Millionen, 2.250.000, 2.500.000 Liter Ladevolumen. Verschiedene Reifenhersteller haben wir zur Auswahl. Reifenvarianten ergeben sich aus den Reifenherstellern, nicht wahr? Wir können hier verschiedene Designs wählen, mit Unterfahrschutz als Zubehör. Verschiedene Logos stehen zur Auswahl, wie man hier sieht. Und der Auswahl ohne Ende, ne? So, ich hau mal die raus. Einmal von mir, einmal von der Marie-Zell und einmal ganz wichtig vom Tanda, nicht vergessen. Wir können hier aussuchen, ob eine Abdeckung drauf kommt. Und da, ne? Wir dürfen eine Hauptfarbe wählen. Wir dürfen eine Designfarbe wählen. Und wir dürfen eine Felgenfarbe wählen. Zackig, Kennzeichen ist personalisierbar. Ich stelle den als Beispiel raus. Ja, der nebenan ist das gleiche in Grün, halt nur mit Standardvolumen. Sonst sind da auch alle Funktionen drin. Was noch dabei ist. Wir haben den 2XXL Cotton. Hier sehen wir schon. Wir klicken rein. Wir gehen da näher an. Der kann so ziemlich alles laden. Das ist die Standardkonfiguration. 17.900 Liter. Dann gibt es mit Aufbau für 25.500 Liter. Dann gibt es Unreal für 40.500 Liter. Unreal 1 für 60.500 Liter. Unreal 2 für 80.500 Liter. Unreal 3 100.000. Und Ballenwagen. Bis 7,5 Tonnen. Naja. So, das ist das. Reifenhersteller haben wir verschiedene zur Auswahl. Reifenvarianten können wir verschiedene uns aussuchen. Logos sind auch wieder verschiedene drin. Wie vorhin gezeigt. Nicht? Wir können abbuchen. Cover mit Farbwahl. Kein Cover. Oder Cover mit Farbwahl. Wir dürfen die Hauptfarbe ändern, da haben wir wieder Auswahl ohne Ende. Designfarbe auch wieder
Auswahl ohne Ende, Felgenfarbe, Auswahl ohne Ende, unpersonalisierbares Kennzeichen kaufen. So, hier neben, das ist der TA23065 Powertube Cotton. Also, das Schöne ist, der hat jetzt Standard 102,7 Kubik mit dem Aufbau 102,6. So, dann gibt es den als Standard mit 22.000 Liter. Und wenn man den dann weiter tippt auf 32.000 Liter, wenn man dann auf den Aufbau geht, haben wir 42.600 Liter. Wenn man nochmal klickt, 52.600 Liter, nochmal 62.600 Liter, 72.600 Liter, 82.600 Liter, 92.600, 102.000 und 600 Liter ist das größte, also von Real bis Unreal, alles drin. Reifenhersteller sind da. Reifenvarianten kann man verschiedene sich aussuchen. Hier sind auch wieder verschiedene Logos und Designs versteckt, wie vorher schon mal gesehen. Wir dürfen eine Hauptfarbe uns aussuchen, da ist wieder eine ganze Menge. Und wir dürfen eine Felgenfarbe uns aussuchen, da ist auch wieder eine ganze Menge. Und natürlich ist das Kennzeichen wieder personalisierbar. So, den stelle ich auch raus. Und last but not least, der Z18051, der Powerflex für 23.000. Da ist auch wieder Zauberei drin. Also das ist so dieses Häcksler-Pack, ne? Hatte ich, wie gesagt, schon mal vorgestellt. Continental, Trelleborg, Michelin, also verschiedene Reifenhersteller wählbar. Bei den verschiedenen Reifenherstellern sind meistens auch Reifenvarianten verbaut, die man sich aussuchen kann. Designs, da haben wir wieder, wie schon gehabt, auch die Logos. Das Cover, also die Abdeckung mit Farbwahl, kann man sagen ja, kann man sagen nein. Kapazität normal 18.500 Liter. Unreal 1 22.500 Liter, Unreal 2 26.500, Unreal 3 30.500, dann sind wir bei 40.500, 60.500 und dann sind wir wieder bei 18.500. Hauptfarben, schaut's euch an, so viel Farbwahl, das war echt harte Arbeit für den Thunder, das so da reinzukriegen und die Materialien, dass wir das überhaupt so alles haben, ne? Hauptfarbe, Designfarbe, Felgenfarbe, Kennzeichen wieder personalisierbar kaufen. So, gehen wir ganz kurz noch raus, schauen uns die ganzen Schmuckstücke mal an. Eieieiei, ich fange hier hinten an. Wegen den Texturen, das ist ganz klar, das bleibt wie immer. LS22 Standardqualität, auch die Materialien und die Lackierung vom Glanz her. Das ist alles oberste Qualität. Das ist beim Zander-Programm. Das ist der Krone. Das ist hier das zugehörige Schneidwerk. Und guckt euch an, was ihr hier gratis in diesem Mordspaket bekommt. Das Paket wurde, wie gesagt, schon mal von mir vorgestellt. Es musste halt nur jetzt mühevoll geupdatet werden durch den Patch. Hier sind die verschiedenen Anhänger dabei. Möglichkeiten ohne Ende. Ohne Ende, ihr Lieben. So viel zu dem Update vom Häcksler. Ja, was ist das? Zuckerrohr Baumwoll Häcksler Pack. Viel Spaß damit. Und ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen, Mitmachen und dabei sein. Sander und ich freuen uns schon wieder auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal, motiviert mich und kommt somit uns allen zugute. Ich war, bin und bleibt der Shorty von der Test Area. Bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.